Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Köbel nach unserem kleinen Desaster-Livestream, um es mal vorsichtig zu formulieren. Versuche ich jetzt aber trotzdem noch ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Und zwar versuche ich den Hallfried Kerman mit der Station noch irgendwie einzufangen, damit wir den irgendwie noch bekommen können. Und dafür müssen wir jetzt mal relativ schnell ein Manöver planen. Denn Hallfried hat ja kein Aether-Fuel mehr. Das heißt, der kann selber nicht allzu viel machen. So, jetzt sind wir bei 4,3 Kilometer. Und wir können das abkürzen bis auf... Oh. Links. Oh, relativ guter Impact. Und wenig unterschiedliche Geschwindigkeit. Dafür müssen wir die Station nicht deorbiten. Wir haben ein bisschen Fuel und wir haben vor allen Dingen noch Platz in den Kapseln. Und was wir schaffen müssen, ist, dass Hallfried quasi irgendwo gegen eine Leiter dotzt, damit wir ihn einsammeln können. Dann haben wir zumindest diese Mission nicht versaut und können auch den Körbel noch retten. Den müssen wir dann halt mal abholen an der Minmus-Station. Aber dann kriegen wir die Strafzahlung schon mal nicht, weil die Touristenstrafzahlung werden wir auf jeden Fall kriegen. Und das Letzte, was ich jetzt brauche, ist, dass wir auch noch den Hallfried bezahlen müssen, quasi. So, jetzt mal gucken. Trust ist auf 100%. Versuche nicht ganz so zu eiern. Ist nicht gerade das exakteste Instrument zum Fliegen hier, aber es wird reichen müssen. Es wird reichen müssen für unsere kleine Annäherung. Ja, der Livestream war, gelinde gesagt, eine Enttäuschung. Da ist echt viel schief gegangen, für die von euch, die den Livestream noch nicht gesehen haben. Das Touristenmobil auf dem Minmus ist ganz fürchterlich gescheitert, also wirklich fürchterlich. Und ja, was soll ich sagen? Kacke. Um das Wort mal in den Mund zu nehmen. Das war echt nicht so gut. Das war wirklich überhaupt nicht gut. Aber wir haben zumindest die Leute aus der Minmus-Basis. Also wir haben richtig viel kaputt gemacht. Die beiden Touristen liegen auf dem... das sieht aber nicht gut aus vom Grafikeffekt her. Die beiden Touris liegen da unten irgendwo in ihrer Kapsel rum und werden in ein paar Stunden wahrscheinlich verhungern. Gucken wir mal. Der Touribus hat noch Essen für 3 Stunden, also so in 5-6 Stunden wird da langsam das Licht ausgehen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und ja, wir haben dann versucht, mit der Minmus Base die Typen zu retten. Dabei ist die Minmus Base auch noch außer Kontrolle geraten bei einem Versuch, die Station anzufliegen, um Teile zu holen. Lange Geschichte, schaut euch einfach den Livestream an, also die Hardcore-Kerbel-Folge davor, auch wenn sie ein bisschen länger ist. Sie wurde von vielen Zuschauern gekürt als die bisher beste Hardcore-Köbel-Folge. Ich habe da eine etwas andere Meinung zu, muss ich der Fairness halber sagen. Aber ihr als Zuschauer entscheidet letzten Endes. Und jetzt gucken wir mal, dass wir zumindest die gröbsten Sachen noch irgendwie in den Griff bekommen. So, und dafür müssen wir jetzt mal uns an den Hallfried Kerman anpassen. Von der Geschwindigkeit her. Wir haben bei Hallfried noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Hallfried, Hallfried, Hallfried. Ne, das ist sein Shipwreck. Nicht rumpatzen. Hallfried Kerman hat noch 4 Stunden Aether-Fuel. Also wir haben ein paar Anläufe. Wir müssen jetzt nicht sofort alles perfekt machen. Aber wir sollten ihn natürlich nicht umbringen und wir sollten auch unsere Solarpanels nicht abreißen. Das heißt, alles in allem, alles machbar. Ach, guck mal. Wir können Wissenschaft übertragen währenddessen. Immerhin mal wieder 150 Punkte. So. Während wir unsere Minmus-Station für Dinge benutzen, für die sie so nicht gedacht war. Sehr schön. Und ich mache jetzt hier mal ein Stop Research erstmal, damit wir, nachdem wir mit der Übertragung fertig sind, unsere Solarpanels einfahren können. So, das sind wir jetzt. Funktioniert das auf Licht? Ja, sehr schön. Oder? Ne, die drehen sich einfach nur mit. Ah, schade. Gut, ich dachte, die Action Group funktioniert hier ausnahmsweise mal, aber tut sie nicht. Dann machen wir das ganz klassisch. So, weil die brauchen wir nachher auf jeden Fall noch. Und es wäre ungut, wenn Hallfried da irgendwo durchschlägt und die kaputt macht. Weil ich weiß nicht, ob ich einen Engineer gerade da habe, der irgendwas reparieren kann. Und ich glaube, ich habe mindestens das Problem, dass ich kein Werkzeug da habe. Weil daran ist auch die ganze Aktion unten auf dem Minmus gescheitert. Ja, aber wie gesagt, guckt es euch einfach im Livestream selber an. Da werdet ihr dann schon sehen, was passiert ist. So, wir haben 1000 Meter zu Hallfried. Und wir haben RCS-Düsen und wir haben auch ein bisschen Monopropellant. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die grobe Annäherung
mit dem Haupttriebwerk machen. Und dann machen wir den feinen Kladderadatsch mit RCS, damit wir ihn irgendwie an irgendeine Leiter ranbekommen. Also ich habe ein ähnliches Manöver schon mal an Duna durchgeführt, allerdings aus einer näheren Entfernung, als mir, ich weiß gar nicht, ob es Valentina war oder so, aus dem Schiff gefallen ist oder es nicht mit dem Rucksack zurückgeschafft hat. Das war bei dieser unsäglichen Tutorial-Missions-Rettungsaktion, die auch nicht ganz so gut lief. So, und jetzt müssen wir mal Prorate gehen. Und dann hoffen wir mal, dass ich ein bisschen bremsen kann, weil Hallfried hat ja leider kein Aether-Fuel mehr. Ja, und Hallfried wird unser nächster Pilot. Jin hat sich bereit erklärt, eine Pilotenrolle zu übernehmen. Das heißt, wir müssen Hallfried dann auch irgendwann mal zurückbringen. Da können wir mal schauen, was wir gleich an Missionen einsammeln können, denn wir brauchen jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Geld. Denn für die Touris wird es eine kleine Strafzahlung auf jeden Fall geben. Die wird zum Glück nicht ganz so groß wie für die Körbelrettung, weil die Körbelrettung hat eine Vorauszahlung gegeben. Aber das gucken wir uns gleich im Missionszentrum an, wenn wir fertig sind. So, und jetzt gucke ich mal. Wir sind jetzt grob richtig ausgerichtet. Ja, ich lasse ihn hier noch ein bisschen pendeln, damit er möglichst sauber ist. Also ich gehe jetzt mit Absicht nicht in den Zeitraffer, nicht um euch in den Wahnsinn zu treiben, sondern eben um dafür zu sorgen, dass wir möglichst exakt ausgerichtet sind, wenn wir unsere Manöver machen. Und ich die Geschwindigkeit per RCS wirklich sauber anpassen kann. Aber ich glaube, wir pendeln nicht mehr, soweit ich das sehen kann. Minimalst noch. Ganz minimal. Ich nehme mal nochmal SAS raus und wieder rein. Okay, gleicht jetzt gerade noch ein bisschen die Rollbewegung aus, aber unser Pitch und Jaw ist sauber. Sehr schön. Okay, dann warten wir noch kurz, dass sich das mit dem Rollen beruhigt hat. Na komm. Das sieht okay aus. So, jetzt sind wir bei 270 Metern. Jetzt teste ich mal kurz, wie gut wir bremsen können und wie schlimm sich das Schiff aufschaukelt. Okay, wir können relativ gut mit relativ wenig Aether-Fuel Geschwindigkeit rausnehmen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz rausfinden, in welche Richtung meine Düsen zeigen. Ja, das hat nicht so gut geholfen. Die geben uns einen Schub nach da. Das heißt, hier ist die rechte Seite unseres Schiffs. Okay. Ich drehe das nur schon mal so, dass im Prinzip mein Navball-Indikator mit dem übereinstimmen sollte, was mein RCS gleich tut. So, jetzt gehen wir wieder sauber auf Hallfried drauf. Gut. Jetzt müssen wir also gleich noch ein bisschen die Geschwindigkeit anpassen und dann uns so seitlich irgendwie randitschen, damit Hallfried zupacken kann. Und wie gesagt, wir haben ein paar Anläufe und wir haben auch ein bisschen Monopropellant, um es zu versuchen. Komplette Drehung mache ich jetzt nicht nochmal, weil das einfach auch zu lange dauern würde. Okay, das Schiff liegt... Na, noch nicht so ruhig, wie es sollte. Warten wir mal noch einen Moment. Aber jetzt kommt es langsam. So. Okay, dann SAS aus. Zack. Ja, ich kann das jetzt in die richtige Richtung korrigieren. Also ich mache jetzt sehr kleinen RCS-Schub. Der bringt uns ein bisschen raus, aber... Das können wir gleich noch korrigieren. Wir haben noch ein paar Meter. So, jetzt gehen wir wieder in den Prograde rein und geben ihm ein klitzekleines bisschen SAS, um das auszugleichen. Okay, komm. Dreh dich zurück. Jawohl. Okay. Also, jetzt können wir gleich ein bisschen bremsen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir Hallfried... Oh, die Antenne sollten wir vielleicht noch einklappen. Dass wir Hallfried irgendwie an unsere Luke ranbekommen. So, jetzt erstmal Vollschub entgegen. Ich reduziere das jetzt mal so auf 0,2. Zack. So, und jetzt gucken wir, dass wir... Ja, jetzt muss er irgendwo an irgendeine Leiter randotzen. Mal gucken, wie die relative Bewegung so aussieht.
Also, jetzt schauen wir uns das mal von Hallfrieds Position an. Hallfried kann nämlich nicht mehr allzu viel machen. Außer da so vorbeidriften. Aber wir können natürlich versuchen, ihm eine Leiter zu präsentieren. Also, wenn wir in Griffreichweite kommen, kriegen wir Hallfried eingesammelt. So, das ist zumindest der Plan. Ja. Ja, 4 Stunden 37. Das Schiff kommt langsam näher. Mal gucken, wir werden ungefähr... Wir können auch mal das Schiff als Target setzen für ihn. Wo ist denn hier das Hauptteil? Egal, wir setzen einfach hier drüber. Hä? Minmus Station? Minmus Station? Minmus Station. Ich hatte sie doch eben. Set as Target. So, mein Bewegungssektor ist so, dass ich drifte darüber. Das heißt, ich klatsche schon mal gegen die Station. Das ist relativ gut, weil dadurch werde ich langsam. Aber ich könnte jetzt mit der Station einfach gucken, dass ich das hier aus dem Weg drehe. Kommt da irgendwas zum Greifen? Nee. Ich lasse ihn jetzt mal andotzen erstmal. So. Und dann drehe ich ihm die Leiter hin, in der Hoffnung, dass wir ihn gleich mitnehmen können. Also erstmal muss er da auf jeden Fall gegen das Teil gehen. Das bremst ihn schon mal ein Stück. So, Entschuldigung, Hallfried, aber es ist zu deinem eigenen Besten. So. Pock. Sehr gut. Jetzt bloß nicht Hallfried irgendwie wie so ein Gummiball wegschnippen. So, und jetzt drehen wir ihm eine Leiter hin. Ja. Nimm mal das SRS kurz raus. So, und jetzt muss ich rausfinden, wie... Er driftet so. Jetzt muss ich rausfinden, wie ich ihm... So. Ruhig halten. So, theoretisch könnte ich jetzt eventuell nach oben boosten. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, das war falsche Richtung. Falsche Richtung. Auch die falsche Richtung. Na, mach das mal aus. Doch, das ist richtig, glaube ich. Komm mir näher. Noch nicht ganz. Das war's noch nicht ganz. Ich glaube, wir nutzen mal den Target Indicator. So. Also da ist unser Target. Kriege ich ihn vielleicht hochgehoben einfach? Stabilisieren bitte. So. Stabil halten. Stabil halten. Ja. So. Ich muss auf seine Koordinaten ungefähr. Er fliegt jetzt in die Richtung mit 0,3 Meter. Okay, jetzt ist er erstmal von uns weg. Und jetzt müssen wir... Ah, toll wäre es natürlich, wenn ich irgendwie eine Leiter hätte. Oder ich könnte ihn mit einem anderen Körbel einfach schieben gehen. Mal gucken. Wir probieren jetzt erstmal zu fangen. Also geschwindigkeitstechnisch zu fangen. So. Triebwerk ist runtergeregelt. Das heißt, wir können das jetzt mal mit Hauptschub machen. Und kurz gegenhalten. Und das reicht. So. So, jetzt gehen wir wieder in Richtung Prograde. Also in Richtung Target meine ich natürlich. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So. Gelacht wäre das. Irgendwie muss es gehen. Und wenn wir nachher einen Körbel rausschicken... Zurück, 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 zurück. Ich glaube, jetzt haben wir ihn relativ exakt da, wo wir ihn haben wollen. Muss ich nur eine saubere Ausrichtung hinbekommen. Das machen wir mal ganz kurz ohne SRS. So. Und ich gehe... mit der Leiter knapp unter seinem Hintern lang.
dass er hoffentlich drüber driftet. So. Jetzt müssen wir mal echt langsam sein. So, wie sieht das aus für Hallfried? Kommen wir schon näher? Schwer zu sagen, ne? Ja, ich glaube, sehr minimal nur. Sehr, sehr minimal. Das ist gut, wir machen das jetzt ganz langsam, damit wir auf keinen Fall irgendwie in Schwurbeleien geraten. So, da bitte mal stabilisieren. So, wie kommt Hallfried jetzt rein? Ah, das sieht... Wahrscheinlich klatscht er vorne an die Scheibe ran, oder? Nee, er müsste so ganz leicht dran vorbeigehen. Okay, wenn wir da die Leiter hinbekommen... und uns aufs Ziel ausrichten, dann müsste das theoretisch funktionieren. Wenn irgendjemand einen smarteren Weg per KISS oder KESS kennt, dann könnt ihr mir das gerne auch mal sagen. Vielleicht kann ich ihn ja nehmen und festschrauben. So. Oder ich habe noch irgendwo so Eva-Propellant-Dinger. Nee, ne? Dass ich ihm das einfach ins Inventory bringe. Aber hier war alles leer. Leer, leer, leer. Alles ist leer. Oh doch, hier habe ich noch so einen Rucksack. Vielleicht geht das ja. Sind die noch voll? Ja. Okay, wir probieren das mal. Aber die UEFA-Rucksack hat ja irgendwie nicht benutzt, ne? Wir probieren das jetzt mal mit einem anderen Ingenieur. Das ist in Pitts Inventory. Was ist Pitt? Pitt ist unser Pilot, ne? Den sollten wir vielleicht nicht aussteigen lassen. Obwohl, wir haben auch noch JP. Probieren wir es mal nebenbei. Machen wir eine Eva mit Aristus. So, und probieren mal, ob wir ihm eventuell... Vielleicht haben wir Glück und wir können ihm einfach das Eva-Pack geben. Das wäre natürlich richtig cool. Damit er selber reinfliegen kann. Ach, guck mal, er hat sogar noch. Aber das sind leere Flaschen. Schade, kann ich die irgendwie auffüllen? Nee, ne? Wahrscheinlich kann man das nicht. So, du hast hier auch nochmal Pits Inventory. Nehmen wir bitte einmal das. So, dann fliegst du jetzt mal hier rüber. Zu dem anderen Körbel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich sein Inventory öffnen kann. Ich habe das noch nie probiert im Weltall. Auf keinen Fall zu schnell. Oh, das sieht gut aus. Yes, okay. Cool. Jetzt bringen wir ihn aber erstmal wieder in Sicherheit. Weil im Zweifelsfall hat es jetzt gar nichts geholfen, weil wir dieses blöde Universal Eva Pack Ding wieder nicht benutzen können. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Aber vielleicht reicht es ja, wenn ich es jetzt anlege, weil da ist Eva Fuel drin und das andere Eva Fuel ist alle. Vielleicht zieht der Bug ja dann nicht, der uns schon so oft jetzt irgendwie gefoppt hat. Wenn doch, müssen wir es halt ganz klassisch probieren. So, wir haben jetzt also ein Inventory und wir haben einen Eva Pack. Und jetzt sag bitte, dass es funktioniert. Tut es nicht. Schade eigentlich. Sehr schade eigentlich. Na gut, also der Eva-Rucksack ist irgendwie komplett für den Arsch. Um es mal nett zu formulieren. So, wie weit haben wir noch? Wir haben noch einen Abstand von 12 Metern und sind nicht mehr ganz auf Zielkurs. So, aber wir müssen auch gucken, dass er auf jeden Fall an der Scheibe vorne vorbeidriftet. Also ganz falsch ist es nicht, wenn er ein bisschen... Nee, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Ja. Also wir wollen ihn ja an die Leiter bekommen. So, jetzt halten wir ihn hier mal kurz, dass er erstmal ein bisschen vorbeidriftet.
Und dann probieren wir uns in Richtung unseres Ziels auszurichten. Sobald die Kapsel passiert ist. Das ist jetzt gleich der Fall, ne? Ja, gleich haben wir ihn da. Und dann müssen wir probieren, rechtzeitig umzuschalten, ne? Dann müssen wir echt probieren, rechtzeitig umzuschalten. So. Ah, es ist eine mühsame Millimeterarbeit. Aber ich hoffe trotzdem spannend genug, denn das spart uns eine Menge Kohle, wenn es funktioniert. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Hallfried ist jetzt langsam daran vorbei. Hier ist unser markanter Punkt, auf den wir müssen. So. Jo, ein bisschen noch, bis die Leiter kommt. Bisschen noch, bis die Leiter kommt. Ich habe halt wahrscheinlich nur diesen einen Anlauf. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen näher ran mit der Leiter. Jo. Nicht zu viel bisher, weil sonst dotzt er uns da einfach nur stumpf gegen. So, und jetzt nehme ich mal ein bisschen Schub in Richtung Dings auf, nehme SRS raus, damit das weiter driftet und hoffe mal, dass ich noch an die Leiter komme jetzt. Weil eigentlich müsste es jetzt auf mich zudriften. Jawohl, ich bin dran. Ha! Ich hab's geschafft. Ist da Platz drin? Das ist das blöde Labor, ne? Wartet mal. Ich muss jetzt einmal, glaube ich, jemanden von hier wegtransferieren. Komm schon. Och, muss hier heute alles buggy sein? Ich will einen Crew-Transfer machen. Bitte. Danke. Crew-Transfer. Los, Transfer. Darüber. Zack. Och, Gott sei Dank. So, und Bord. So, Hallfried ist in Sicherheit. Punkt. Das war auch anstrengend genug für diese Folge, würde ich sagen. Das heißt, wir können jetzt hier wieder die Solarpanels rausklappen und unsere Forschung starten. Dann sortiere ich gleich mal die Kerbals in der Station durch. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal nächste Folge, was wir tun können, um unser Konto ein bisschen vorzubereiten. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil das sonst zu lange dauert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr euch fragt, was eigentlich genau schiefgegangen ist, denkt daran, den Livestream nachzuholen. Der ist als Aufzeichnung in der Hardcore-Kerbal-Playlist ganz normal mit drin. Und ich wünsche euch sonst erstmal einen guten Start in die Woche. Habt einen schönen Montag, habt eine gute Woche. Wir sehen uns bei Hardcore Kerbal wieder am Freitag. Und natürlich kommt auch noch ein Livestream-Voting. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.